Und hier sind wir wieder bei Deus Ex The Fall, der zweite Teil. Wir sind hier in Moskau und müssen einen russischen Minister ausschalten, als Ben Sexton. Schauen wir, was hier so alles gibt. Painkiller. Ich zieh weg. Ich habe dir schon tausende Mal gesagt, dass du mir besser im Schritt nicht an meine Arbeit schicken sollst. Meine Vorgesetzten sind extrem strikt. Deine persönlichen Nachrichten helfen jedenfalls ganz sicher nicht. Vielleicht bereiten sie mir auch noch Ärger, hörst du? Wir reden darüber, wenn ich wieder zu Hause bin. Red. Ja, die Arbeitsbedingungen scheinen hier nicht die besten zu sein. Oh. Mine mit Schärfen führen müssen. Panzer mit Shift, ne? Okay. Cool. Gibt's hier dann wirklich auch was Geheimes, was wir hier bewachen könnten? Scheint nicht so zu sein, war nur eine alternative Route. So viel gibt's hier nicht zu holen. First-Aid-Kit. Ja, da scheint es ziemlich viele hier zu geben. Advance! Kontarski's rooms are up ahead. The target must be close. He could be shielded from thermographic scan. Ja, die Beleuchtung, das ist schon mal ganz schön. It's a decoy! Schauen wir erstmal, was hier noch so gibt. Auch wieder Erfahrungspunkte, wenn man diese liest. Oh, und hier können wir uns jetzt reinhalten. Da brauchen wir gar nicht hängen. Das ist der Computer von Kontarski. Von diesem russischen Minister. Da draußen gibt es Leute, die über der Regierung und dem Militär stehen. Ja, so wie wir. Also um das nochmal klarzustellen, für wen wir eigentlich arbeiten. Die nennen sich die Tyrants, also die Tyrannen. Und das ist quasi die ausführende Gewalt. Der Illuminati. Der Illuminati. Nur zu dem Zeitpunkt weiß es Ben Sexton noch nicht, weil es ist ja quasi ein Rückblick hier. Er denkt noch, die haben irgendwie eine tolle Aufgabe und würden die Welt quasi in Ordnung halten. Was sonst keiner kann. Aber so ist es nicht. Zum Fall. Das ist auch kein Spoiler, weil. Weil das wurde ja schon am Anfang gesagt. Ja, er kann leider auch nicht sprinten, der Ben. Weil wir können jetzt hier rausschießen. Ach so. A und D. Kann ich hier so rausfliegen und dann schießen. Schieß doch mal. Soll ich hier den Bogen? Nee, muss nachladen. Okay, er muss nicht nachladen, das ist dann nachladen. Munition alle. Also ich will gar nichts mehr. Doch, ich hab doch. Jetzt. An diesen Ort reisen. Mhm. Ah, es gibt jetzt auch wieder Dialoge, so Mass Effect-mäßig, wo man so Entscheidungsgewalt hat, so ein bisschen. Da gab es ja so ein nützliches Augmentierungstool in Human Revolution, wo man dann die Emotionen von dem anderen lesen konnte. So. Also ich muss jetzt hier die
Impulsgranate kaufen. Und diese Bestätigung kann man auch ausstellen. Und an, aus. Ja, wenn ich jetzt den Haken setze, ist es dann an oder ist es dann aus? Das ist die Frage. Und wie kann man die hernehmen? Mit G. Ich kann mich nicht mehr bewegen hier. Ich muss jetzt hier aufmachen. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Muss ich jetzt hier eine reinwerfen oder was? Ich kapiere jetzt nicht so ganz. Nee, jetzt geht gar nichts mehr. Hold down the middle map. Okay. Nee, ich kann mich nicht bewegen, kann auch nicht ins Menü gehen. Hold down the middle map. Vielleicht muss ich jetzt echt hier erstmal die Granate werfen. Nee, das geht ja auch nicht. Ach, was will das Spiel denn jetzt? Ah, ich schätze, wir müssen neu laden. Also, bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ja, alles was man machen musste, ist anscheinend G gedrückt halten und hier mit dem Mausrad die Granate auszuwählen. Und wenn man das nicht macht, geht das Spiel nicht weiter. Das ist auch alles sehr interessant. Das macht man halt natürlich als Entwickler von Handyspielen, damit der Spieler jetzt nicht gleich am Anfang irgendwo stecken bleibt und down stirbt. Aber trotzdem nervig, dass er einfach das Spiel einfriert. So, jetzt haben wir hier diesen Roboter ausschalten. Der sieht jetzt aber nicht so aus, als würde er in das Human Revolution Deus Ex in diese Ära passen, sondern mehr so in Invisible War. Da gab es ja auch solche Roboter. Da gab es ja diese ersten E3 Videos 2000 oder so, 2002 wahrscheinlich eher so, von Deus Ex Invisible War mit so Wachrobotern, die rumgefahren sind und mit ihren Lampen, wie sie dann dieses dynamische Licht, was dann alle so beeindruckt hat. Und am Ende war das Spiel ja dann mehr so meh. Okay, jetzt wollen wir ihn mal ausschalten. Ah, was ist das? Nee, das ist nicht. Ah doch. Und er löst sich einfach auf. So funktionieren also Roboter. Achso, jetzt könnte ich so einen Energieriegel einsetzen, um meine Batterie wieder aufzufüllen. Aber die erste Zelle, wie man oben sieht, füllt sich automatisch wieder auf. Die zweite könnte ich jetzt mit dem Riegel wieder auffüllen. Aber eigentlich kommen wir gut zurecht, wenn mit nur einer Zelle, wenn man dann aufpasst und immer abwartet. Ging mir zumindest so in Human Revolution. Und ich habe das Spiel ja so durchgespielt, Human Revolution, dass ich dieses Geist-Achievement bekommen habe. Dass mich kein... dass mich kein einziger Gegner in Human Revolution gesehen hat, quasi. Da bekommt man dieses Geist-Achievement dann am Ende. Okay, ganz schöne Serverfarm hier. Ja, da bräuchte man so eine Augmentierung, dass man durch Wände schauen könnte, aber naja, ist jetzt gar nicht so nötig. Mal gucken, wie wir das hier anstellen. Boah, jetzt können wir eigentlich mal hier so. Ja, aber der Schalldämpfer, der hat hier nichts gebracht. Okay, der Kopfschuss hat auch nichts gebracht. Kaum Muni. Ah, jetzt können wir doch mit der auch mal nachladen. Ich glaube, in Deckung kann man nicht nachladen. Das ist ja seltsam. Aber dazu geht man doch in Deckung. Juggernaut Collective. Von dem geheimnisvollen Hacker Janus. Ja, den werden wir dann auch kennen im Buch The Icarus Effect.
Ja, normalerweise kann man hier dann auch solche geheimen Codes in diesen PDAs nachlesen. Dass man zum Beispiel irgendwelche Wand-Safes oder so öffnen kann. Also in Human Revolution war das so. Hier scheint das alles ein bisschen limitiert zu sein halt. Achso, hier hätte ich jetzt von der Serverfarm auch hier reinschleichen können. Und die Gegner dann anderweitig ausschalten können. Also so ein bisschen Freiheit haben wir hier schon. Das ist auch ganz gut. Niemand ist hinter ihm her. Ja, das sehe ich anders. Ach, hier haben wir auch den Code jetzt. Okay. At any time by using Praxis software to unlock your body's mechanical augmentations. Unlock the glass shield cloaking system so that you can glass shield cloaking system. Ja, ja. Und wie jetzt? Ah, jo. Praxispunkte, ja, genau, die gibt es dann auch wieder. Die sammelt man mit Erfahrungspunkten quasi. Mit EP schaltet man dann neue Praxispunkte frei. Hier sieht man auch 180 EP bräuchte noch, um den nächsten Praxispunkt freizuschalten. Und mit den Praxispunkten hole ich mir dann neue Verbesserungen für meinen Supersoldaten hier. Von Orks, Augmentierungen, oh. Funky. Wählen Sie an. Okay, ja, da bleibt ja nicht viel. Achso, das sind die F-Tasten, denke ich mal. Ja, das ist jetzt. Ja, ja. Viel zu viele Einblendungen. Das muss ich jetzt machen. Achso, das geht nicht mit den F-Tasten. Ja, das ist ja auch blöd. Also, ich muss hier für. Für jedes Ding gibt es hier so ein Submenü. Für G sind die Granaten, muss ich gedrückt halten mit dem Mausrad. Mit F sind die Augmentierungen und mit H sind die Waffen. Naja, Gewöhnungsbedürftig. Aber kann ich die jetzt auch umlegen? Schmeiß ich das? Das ist einfach rüberziehen, das wäre halt zu einfach. Ne? Ich muss die jetzt alle rauslöschen. Und dann festlegen, wo ich es haben will. Und das muss ich ja jedes Mal machen, weil ich kriege auch neue Augmentierungen dazu. Das ist ja nicht so benutzerfreundlich. Erst den Slot drücken und dann. Und jetzt will ich aber hier. Meine Gegenstände. Hier. Ja, das könnte alles ein bisschen besser laufen. Kann ich das jetzt hier so? Ja. Das Bier brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das kann ich schaden, Schmerzmittel. Also, das sind alles Gegenstände, die ich schon habe. Aber die ich jetzt hier raufziehe. Also Shop und Inventar ist hier quasi in einem. Ich kann ja jederzeit neue Items kaufen. Was auch ein bisschen anders ist wie in Human Revolution. Wo es dann immer feste Händler gab. Vielleicht macht es so auch ein bisschen zu einfach. Wenn wir sehen. So, jetzt kann ich hier meine Augmentierung aktivieren. Mein Tarnsystem. Ist jetzt aktiv? Hat's. Dann kann ich hier einfach durchlaufen. Ich bin gespannt, ob man solche Roboter dann auch übernehmen kann, die dann einem helfen. Und oben sieht man halt jetzt, dass es Energie verbraucht hat, dass sich jetzt langsam wieder auflädt. Don't move. Please, you must not stop me. He's here to kill you, Mikhail. You told me I would have more time. Please, I have to finish what I started or... Touch that console and it'll be the last thing you ever do, Minister. Mikhail, this is bigger than you. We need the data on the killing floor and the tyrants. You must complete the upload. That's enough from you, pal. No. No, not yet. It's over. You're not here to arrest me. You're not a policeman. What authority do you have? Please, I beg of you, do not kill me. I only did what I thought was right. This man is not a criminal. You cannot judge him. Save it. You're part of a global terror network. The people you sold out to are responsible for the deaths of my men. Operation Rainbird. You know that name? You know what happened out there?
That was my squad you sacrificed. They were soldiers, doing their jobs. It wasn't even their damn war, but you gave us up to the enemy. You're going to answer for what you've done. Are you watching this? Because we're coming for you next. No! No, no, no! That's not true! I'm not a terrorist! I've never even heard of this Operation Rainbird! Please, Janus, help me! Do you know what you are doing, mercenary? Do you know what master you serve? You are being lied to. They cannot afford to have you learn the truth. They are using your desire for revenge to control you. Janus is right. I don't know anything about your men. You must believe me. I do not want to die. So, jetzt können wir ihn töten oder ihn fangen. Also Janus, wie man gerade gesehen hat, ist ein Teil von dieser Hackergruppe, von diesem Juggernaut Collective. Und die versuchen so ein bisschen die Wahrheit rauszufinden über die Tyrants. Und dieser russische Minister hilft ihnen quasi. Und ich würde mal sagen, ihn fangen. Wir wissen ja schon, dass die Tyrants böse sind, für die wir jetzt im Moment arbeiten. I won't kill you, but you're coming with me. And you're gonna tell me everything. Green light! Please, I do not want to. Target has been terminated. All units, exfiltrate now!